Ich werde versuchen, euch heute ein bisschen das RAF Consensus Protocol nahezubringen. Und schon mal als Vorwarnung, das Ziel ist eigentlich nicht, dass ihr das am Ende wirklich verstanden habt. Weil das zu verstehen ist ziemlich kompliziert, weil es halt echt viele Corner Cases gibt. Und weil es bei RAF genau darum geht, Corner Cases abzudecken, muss man sich über die alle auch mal Gedanken machen, warum die eigentlich funktionieren. Aber so eine grobe Überblick kriege ich hoffentlich hin und vielleicht können wir uns, wenn es Leute interessiert, können wir sich danach noch kurz zusammensetzen und noch ein bisschen irgendwie ein oder zwei Corner Cases durchgehen. Zuerst ein bisschen, weil nicht jeder hat irgendwie sich schon mal mit verteilten Systemen beschäftigt, gibt es eine relativ bekannte Liste von den 8 Fallacies, Falschannahmen über verteilte Systeme. Und die Prämisse ist, das Postulat ist, jeder Mensch, der sich mit verteilten Systemen beschäftigt, wird am Anfang mindestens eine dieser Fehlannahmen über sein System treffen und das wird irgendwann dazu führen, dass es Production Outages gibt. Genau, also die muss man nicht alle jetzt auswendig lernen oder so, aber es sind halt so Dinge wie Annahmen, dass das Netzwerk reliable ist, dass Latenz zero ist, dass sich die Topologie nicht ändert, also dass zum Beispiel keine Knoten hinzukommen oder sich wieder entfernen oder dass irgendwie das Netzwerk homogen ist, ganz spannend, also dass alle Rechner irgendwie ungefähr gleich sind und alle Links ungefähr gleich sind, ist halt eine falsche Annahme, passiert halt nicht. Und dann gibt es ja noch eine Annahme, die ich besonders betonen möchte, weil sie ist nicht in der originalen Liste, aber ich finde sie ganz besonders wichtig. Leute haben häufig den Impuls zu sagen, naja, dann packen wir einfach einen Timestamp dran und dann löse ich das Problem. Das ist eine Fehlannahme. Zeit funktioniert nicht im verteilten System. Grundsätzlich, weil alle Uhren laufen unterschiedlich schnell, haben unterschiedliche Offsets. Deswegen, ihr habt keine globale synchronisierte Zeit. Ihr habt nicht den Timestamp, der gerade jetzt ist. Also natürlich gibt es jetzt als Beschreibung für das theoretische Prinzip, warum das funktioniert. Aber in dem System selbst habt ihr nur Kausalität, keine Uhrzeit. Ist, finde ich, deswegen betone ich das. Das ist meine eigene Ergänzung zu dieser Liste. Aber das heißt grundsätzlich, verteilte Systeme sind furchtbar, weil alles ist immer kaputt. Zumindest müsst ihr immer davon ausgehen, dass alles jederzeit irgendwo kaputt geht. Was echt fies ist, wenn ihr so einen Algorithmus schreibt und in jedem Schritt kann dieser Algorithmus einfach abbrechen und nicht weitermachen und es muss trotzdem am Ende alles korrekt sein. Als nächster Schritt, als generelle Aufklärung über verteilte Systeme, ist das CAP-Theorem zu nennen. Das sollte man auch mal irgendwie gehört haben. Finde ich echt praktisch, nicht universell, aber praktisch. Das besagt, es gibt irgendwie diese drei Dinge. Konsistenz, Availability, Verfügbarkeit und Toleranz von Netzwerkpartitionen. Und von denen kann man immer höchstens zwei haben oder immer höchstens zwei perfekt haben. Beziehungsweise man muss immer eines davon partiell aufgeben. Und man darf nicht aufgeben die Partition Tolerance. Also man muss immer gegen das Netzwerk kann jederzeit sich aufsplitten, Links können jederzeit ausfallen, dagegen muss man immer gewappnet sein, weil sonst kann das gar nicht funktionieren. Genau, also das CAP-Theorem sagt einfach, von diesen drei Dingen muss man zwei wählen und eins davon muss Partition Tolerance sein quasi. Das kann man auch ganz einfach illustrieren. Wenn wir jetzt irgendwie so ein Netzwerk haben, die grünen Knoten sind jetzt irgendwie so Server, die haben irgendwie Shared State. Und die blauen Knoten sind irgendwie so Clients, die irgendwie Anfragen senden. Kann man sich ja mal vorstellen, was wäre denn, wenn dieses System alles drei wäre? Ne? Denn das Erste, was es sein muss, ist tolerant gegenüber Netzwerkpartitionen. Das heißt, wir machen aber mal eine Netzwerkpartition. Wir teilen unser Netzwerk einfach mal hart auf. Zum Beispiel das Kabel zwischen USA und Europa wird halt einmal mal durchgetrennt. Weil fährt ein Schiff durch oder was weiß der Teufel was. Und auf einmal kann niemand in Europa mehr mit niemandem mehr aus den USA reden. So, jetzt ist dieses System auch strikt verfügbar. Das heißt, jede Anfrage muss immer beantwortet werden. Mit einem sinnvollen Rückgabewert. Und B, ist es auch konsistent. Das heißt, das System ist sich immer irgendwie einig, was da gerade der Wert ist, über den sie das State haben. Aber jetzt kann man sich halt ganz einfach überlegen, jetzt macht einer in Europa und einer in den USA, machen wir zwei Clients konfliktierende Änderungen. Zum Beispiel zwei User registrieren einen neuen Usernamen
ne? Und beide den gleichen, dann müssen beide eine Meldung bekommen, dass sie jetzt diesen User bekommen haben, weil das System ist ja verfügbar. Auf der anderen Seite sind das zwei unterschiedliche Accounts mit dem gleichen Username, das heißt, wir haben einen Konflikt und das System kann nicht konsistent sein. Also beziehungsweise, wenn es konsistent wäre, müsste irgendwie magisch, müsste einer der User, ohne über ein Netzwerk zu kommunizieren, mitbekommen, dass gleichzeitig ein anderer User den gleichen Username hat. Und magisch geht schlecht meistens und deswegen kann das nicht sein. So als kleine Motivation. Natürlich ist irgendwie sowohl Consistency als auch Availability, das sind keine binären Werte, entweder sind sie da oder nicht, sondern das ist alles viel komplizierter. Aber so als grundsätzliche Motivation, warum das im Wesentlichen widersprüchliche Werte sind, kann man sich das vielleicht veranschaulichen. So, Raft, worüber ich heute rede, quasi, ist jetzt ein Protokoll, welches verteilten Konsensus herstellt, wenn man das sagt. Da ist ein Konsensusprotokoll ist etwas, welches mehreren Knoten ermöglicht, sich auf einen Wert zu einigen. Zum Beispiel, und vier Eigenschaften, die das halt haben muss, sind halt Termination, das heißt, das Protokoll, jeder Knoten muss irgendwann mal, also jeder Knoten, der heil bleibt, muss irgendwann mal einen Wert ausspucken. Validity, das heißt, wenn alle den gleichen Wert vorschlagen, dann muss auch der Wert von allen ausgespuckt werden. Integrity bedeutet, wenn ein Wert ausgespuckt wird, dann muss irgendwer diesen Wert vorgeschlagen haben. Also es wird kein Wert vorgeschlagen, der nicht von irgendwem kommt, kein Wert ausgegeben, der von irgendwem kommt. Und Agreement bedeutet, alle geben den gleichen Wert aus. Ne? Also sie haben keine Konflikte zwischen sich handeln. So. Und kurz gesagt versucht Graft eben in dem Cap-Theorem die Consistency-Spitze zu wählen auf Kosten potenziell der Availability. So, jetzt eine kurze Preisfrage, kurze Publikumsfrage. Angenommen, wir haben benutzen Raft und wir haben irgendwie perfektes Consensus-Protokoll und jetzt schreibt irgendein User hier 3 rauf nach den Eigenschaften, die ich gerade so genannt habe. Wenn ein User hier liest, was muss er lesen? 3. Okay, falsche Antwort. Du hast mindestens eine der Fallacies gerade begangen. Entweder hast du gerade angenommen, Latenz ist 0, oder du hast angenommen, Uhren sind synchron, weil anders kann es nicht sein, dass zwei Knoten gleichzeitig sich darauf einigen, was der Wert ist, der geschrieben werden wurde. Ja? Keine Ahnung. Mach gut. Müssen wir erst noch rausfinden. Genau. Meine Illustration ist, Konsensus klingt jetzt erstmal so relativ simpel, naja, dann einigen sich halt alle auf einen Wert. In der Praxis ist es trotzdem immer noch verdammt kompliziert, weil Konsensus sagt, nur irgendwann haben sie sich geeinigt. Was in der Zwischenzeit passiert, wissen wir nicht. Wir wissen nur, es kann nicht gleichzeitig sein. Also wir können nicht garantieren, dass alle Knoten sich gleichzeitig einigen, weil dafür müssten sie entweder in Nullzeit kommunizieren oder sie müssten sich einigen, ab diesem Zeitpunkt gilt der neue Wert, aber sie haben keine synchronisierte Uhr. Schade. So, nur als Illustration, warum Raft fies ist und verteilte Systeme totaler Pfnord. So, wie macht Raft das jetzt? Raft hat folgende Architektur. Wir haben irgendwie so Clients, die wollen irgendwie Dinge tun, irgendwie User anlegen oder weiß der Teufel was. Und wir haben Knoten in dem Netzwerk, die halt irgendwie die Server darstellen. Und Raft modelliert jetzt eine sogenannte verteilte State Machine, also ein Automaten mit Zuständen und der kann mit Befehlen zwischen diesen Zuständen hin und her wechseln. State Machine sollte eigentlich allen Informatikern oder sowas ein Begriff sein. Und die Idee ist, diese State Machine muss deterministisch sein, weil, also das heißt, wenn du die gleiche Abfolge von Befehlen reinbringst, muss immer auch der gleiche Endzustand reinkommen. Weil Raft dann noch dieses Lock hat und die Idee ist, dieses Lock ist einfach ein auf der Platte persistiertes, quasi append-only, mehr oder weniger Lock. Und dieses Lock ist das, das wird von Raft halt verteilt, zwischen, also auf alle Knoten konsensiert, quasi verteilt. Und dann, wann immer Raft der Ansicht ist, ja, das ist jetzt ein Eintrag in diesem Lock, da bin ich mir relativ sicher, also bin ich mir sicher, dass der nicht mehr mit irgendwas im Widerspruch stehen kann, dann wird er an diese State Machine geschickt und ändert den State. Und wenn zum Beispiel ein Knoten abstürzt, was ja immer vorkommt, dann kann er beim nächsten Starten einfach in seinen Log gucken und alle Befehle, die er empfangen hat, einfach nacheinander wieder anwenden und kommt wieder zu dem gleichen Zustand, bei dem er aufgehört hat, so mehr oder weniger. Plus, minus.
Und dieses Konsensus-Modul, das ist eben das, was Raft tut. Das ist so die grobe Architektur von Raft. In Raft haben die Server, wie Raft das macht, ist im Wesentlichen, es gibt immer einen Leader. Und der Leader ist der Einzige, der Einträge committen darf. Der ist der Einzige, der sagen darf, hallo, Client kommt zu mir, macht eine Anfrage an mich und er ist der, der entscheidet, ob dieser Eintrag dann im Log landet, auf der Platte persistiert für immer oder ob das failed und der Client ein Nope geht nicht zurückbekommt. Okay? Und dafür gibt es eben, um diesen Leader zu bestimmen, gibt es so ein relativ simples Protokoll. Es gibt einfach drei Zustände für jeden Knoten. Jeder Knoten führt halt so einen Zustand mit. Es gibt einmal den Zustand des Followers. Was der Follower tut, ist einfach nur, der bekommt vom Master, kriegt er Befehle geschickt, Einträge für das Log geschickt und der schreibt die einfach in sein Log. Der macht im Wesentlichen nichts anderes und er nimmt an der Wahl teil, wo wir gleich zu kommen. Aber der Follower ist eine rein passive Instanz, der ist nur dafür da, Einträge, die er bekommt, zu persistieren. Dann gibt es den Leader. Der Leader beantwortet die Client-Anfragen. Und dazu sendet er, wann immer er eine Client-Anfrage bekommt und auch zwischendurch immer mal wieder, einen sogenannten Append Entries RPC, also Remote Procedure Call, an alle Knoten. Der enthält einen sogenannten Term, was der Term ist, da komme ich gleich zu, die ID des Leaders und irgendwie, was ist so der letzte Log-Eintrag, den du so kennen solltest. Warum das wichtig ist, kommen wir auch gleich zu. Alle neuen Einträge, die du so an dein Log mal anhängen sollst. Und was sind eigentlich so die Einträge, die ich bisher committed habe, bei denen ich mir bisher sicher bin, dass die für immer auf der Platte bleiben. Und dann returns so eine Note, sagt dann entweder, gibt dann seinen eigenen Term, der Term ist, das erkläre ich gleich, zurück und sagt entweder Jo oder Nope. Dann sagt entweder ja, hat alles funktioniert oder er sagt halt nein, hat nicht funktioniert aus Gründen. Der dritte State ist der des Candidates. Der Candidate ist ein Follower, der sagt, hey, ich möchte gerne hier Machtübernahme machen, ich möchte gerne Leader werden. Der existiert also nur kurzzeitig und das Einzige, was der macht, ist, er holt sich Stimmen, Votes von den anderen Knoten, dass er der Leader sein soll. Und dazu schickt er halt so einen Request Votes RPC, der enthält auch seinen Term, seine ID und was das der letzte Eintrag ist, den er so kennt. Und dann antwortet der Knoten wieder mit einem Term und ob er sagt, ja, ich stimme für dich oder nein, ich stimme gegen dich. Was genau diese RPCs machen, da komme ich jetzt gleich noch zu. Zuerst, was ist dieser Term? Ihr seht vielleicht, dass in jedem Request und in jeder Antwort steckt dieser Term drin. Dieser Term. Term ist im Wesentlichen die Art und Weise, über die Raft Nachrichten linearisiert. Das heißt, das ist ein strikt steigender Counter, den jeder Node zu jedem Zeitpunkt hat und der ihm quasi sagt, wie weit fortgeschritten bin ich im System. Dadurch kann er quasi entscheiden, wenn er eine Nachricht bekommt, ob diese Nachricht von jemandem ist, der bereits in einem zukünftigen Zustand, in einer weiteren Iteration des Systems ist oder in einer vergangenen Iteration. Und darüber kann man sich synchronisieren. Wie genau das funktioniert, dazu komme ich jetzt. Und zwar funktioniert es so, dass diese drei Zustände, die haben bestimmte Übergänge, jeder Knoten startet zuerst als Follower. Das heißt, jeder Knoten beim Startup macht erstmal nichts. Der sitzt da und wartet darauf, dass jemand mit ihm spricht. Hat aber intern so ein Timeout. Wenn nach diesem Timeout niemand mit ihm gesprochen hat, dann sagt er, okay, ich offensichtlich brauchen wir einen neuen Leader, weil mir hat bisher niemand irgendwas gesagt. Ich mache das mal und schicke dann halt Vote Requests raus. Dafür erhöht er zuerst seinen eigenen Term, den er intern gespeichert hat, um 1 und schickt dann Request Votes raus mit dem neuen Term. Ja? So, dann können drei Dinge passieren. Entweder er kriegt von mehr als der Hälfte der Server, also von der Hälfte der anderen Server, eine Antwort, jo, finde ich gut, dass du Kandidat wirst, werd mal Leader. Dann sagt er einfach, okay, dann bin ich jetzt Leader, dann erkennen mich die Leute an. Leader für diesen Term. Ja, das ist ganz wichtig. Oder er kriegt keine Antwort, weil irgendwie er isoliert ist von allen anderen oder so, oder er kriegt zu wenig Antworten oder so. Dann wird er einfach nach einer Weile einen Timeout haben
und sagen, okay, ich mache eine neue Wahl. Ich erhöhe wieder meinen Term um 1 und gehe in den nächsten Schritt und wiederhole das. Und das Dritte, was passieren kann, ist, er kriegt eine Nachricht, die einen Term enthält, der höher ist als sein eigener Term. Und die einzige Gelegenheit, in der das passieren kann, ist, wenn jemand anders in der Zwischenzeit Leader geworden ist. Ne? Weil, oder jemand anderes an einem höheren Term Candidate ist. Ne? Weil die einzigen, der Term wird nur erhöht, wenn eine neue Election gestartet wird und du kannst nur Request Votes bekommen oder Append Entries bekommen. Wenn du einen Append Entry bekommst, dann muss das von einem Leader gekommen sein. Wenn der also einen höheren Term hat, dann wurde der mal gewählt. Oder wenn du einen Request Vote mit einem höheren Term gibst, dann ist jemand anders gerade Kandidat und dabei zu wählen, aber er ist halt schon weiter im System als du. Und deswegen gehst du zurück und wirst wieder Follower. Und die ganze Idee dahinter ist halt, also das hier kann nur passieren, wenn es eine Netzwerkpartition gab, die einen Knoten getrennt hat von der Mehrheit der anderen Knoten. Währenddessen haben die anderen weiter gewählt und Leader gemacht und irgendwie happy Dinge getan. Und dann wurde die Partition aufgelöst und er hat wieder Nachrichten bekommen. Anders kann das nicht passieren. Beziehungsweise es gibt noch einen anderen, aber das ist nicht so wichtig. Genau. Das heißt, über diese Übergänge wird früher oder später in dieser Wahl ein Leader rauskommen. Ja. Was würde denn passieren, wenn sich jetzt ein Knoten separiert durch Netzwerkausbau oder warum auch immer? Das heißt, der Rest des Systems tut nichts, das heißt, der Term bleibt da derselbe. Und der Follower würde dann sozusagen intern nur für sich eine Wahl starten. Sobald der wieder ins Netzwerk reinkommt, würde er der neue Leader werden. Ja. Okay. Genau. Ist aber, also würde er wahrscheinlich der neue Leader werden, wenn alles klar wird, aber ja, ist an sich kein Problem, weil wer der Leader ist, ist eigentlich egal. Und Raft lebt damit relativ, eigentlich bei jedem Netzwerkproblem im Wesentlichen ein Zustandsübergang. Ja? Du sagst da Mehrheit, aber das erfordert ja Wissen darüber, wie viel Nodes es gibt. Genau, Raft geht davon aus, dass die Konfiguration, wie viele Nodes es gibt, statisch bekannt ist. Oh. Und auch welche Nodes es gibt. Das macht inhaltlich Sinn, wenn du dir das überlegst, weil du sagen kannst, ich möchte so und so viele Ausfälle verkraften und dann nimmst du zweimal so viele plus 1 Knoten und dann kannst du so, also n beliebige Ausfälle verkraften, weil du immer eine Mehrheit bekommst, wenn n Leute ausgefallen sind. Dann kommst du immer auf n plus 1 und bist ja 2 n plus 1. Das heißt, ja, du kannst nicht einfach so nilwilli Dinge hinzufügen oder entfernen, das ist verboten. Es gibt aber Implementationen von Raft, aber das ist nicht Teil des Kernprotokolls, die auf Basis von Raft dir die Möglichkeit geben, Konsensus darüber zu halten, wer gerade im Netzwerk ist und wer nicht. Und mit dem Protokoll kannst du dann Knoten hinzufügen und Knoten entfernen. Dann sogar auf Raft gebaut. Genau. Das kannst du einfach direkt reinbauen in die Lage. Das machen die meisten Implementationen, machen das irgendwie. Ja? Was würde passieren, wenn ich wieder einen Knoten separiere, der macht eine Election, kriegt keine Antwort, macht eine zweite Election, dann hat er seinen Term um 2 erhöht, derweil hat der Rest des Systems eine Operation gemacht und damit den Term um 1 erhöht. Der Term erhöht sich nicht bei Operationen, sondern nur bei Elections, ne? Ah, okay. Dann so, ein Client stellt eine Frage, macht eine Anfrage oder sowas, das erhöht den Term nicht. Das erhöht nur die Log-ID. Okay. Nicht den Term. Der Term wird nur bei Elections erhöht. Okay. Ist dann sichergestellt, dann habe ich, wenn das System derweil Operationen gemacht hat, dass der Wannabe-Leader dann trotzdem noch die Messages kriegt? Du meinst der separierte Mensch, der separierte Knoten? Ja. Okay. Es ist nicht trivial, zwar kein Baum. Okay. Das hängt unter anderem davon ab, was jetzt gleich noch kommt. Also. Mal gucken, im Service-File können behalte das im Hinterkopf und frag mich dann im Service-File am Ende nochmal. Okay? Ist ungefähr klar, wie Leader-Election funktioniert. Also es ist eigentlich relativ simpel. Du hast so einen Timeout, der ist so plus minus zufällig gewählt. Und nach dem Timeout sagst du, hey, wählt mal für mich. Wenn die Mehrheit sagt, yo, dann bist du Leader für den Term. Wenn irgendwer anders mit einem höheren Term schon mal dir eine Nachricht schickt, dann sagst du, okay, dann werde ich halt wieder Follower. Und wenn du Timeout ist, machst du einfach so lange, bis du was hast. Und dadurch, dass der Timeout so ungefähr zufällig gewählt ist, garantierst du auch, dass du Fortschritte machst. Also auch wenn zwei gleichzeitig eine Election starten, ne,
dann kann eine Split-Brain-Situation vorkommen. Beide vereinigen fast die Hälfte der Votes auf sich. In der nächsten Election, dann wird die Election einfach die Wahl einfach einen Timeout bekommen und eine neue gestartet, und in der ist dann durch die Zufälligkeit mehr oder weniger sehr wahrscheinlich garantiert, dass du einen Fortschritt machst. Ja? Wenn zwei den gleichen Turn bekommen, das heißt, wenn zwei Kandidaten sich zu Leadern erklären, weil sie genug Stimmen gesammelt haben, was passiert dann? Es können nicht zwei Kandidaten mehr Stimmen im gleichen Turn bekommen. Ach so, weil jeder stimmt immer nur pro Term für einen Leader. Wenn ich einmal abgestimmt habe, dann höre ich auf. Das heißt, pro Term kann ich nur einen Leader bekommen. Du kannst trotzdem zwei Leader haben, das ist wichtig. Zum Beispiel in dem Fall, den Shadi skizziert hat. Wenn du eine Partition hast, ne, dann kann es sein, dass du zum Beispiel zwei und drei Knoten hast, dass in den zwei Knoten einer von denen ist halt gerade Leader gewesen, der weiß ja nicht, dass da eine Partition ist. Ne? Woher soll er das denn wissen? So, also er weiß es nachdem sein, also, ne? Aber erstmal a priori weiß er es einfach nicht. Und dann kann in dem anderen Teil eine Wahl passieren und dann gibt es da einen Leader, einen neuen Leader. Aber pro Turn gibt es immer nur einen Leader. Das ist das, was Ralph garantiert. Zu jedem Zeitpunkt, also für jeden Turn gibt es höchstens einen Leader. Es kann weniger als einen Leader geben, aber höchstens einen, ja. Also du hast gesagt, wir vergeben die Anzahl der Knoten statisch. Aber das hat ein Problem, wenn eine Partition da ist, dann wird diese Anzahl nie erfüllt. Genau. Deswegen macht Raft die... Raft ist im Cap-Theory, ist es dazu da, ein CP-System zu machen. Das heißt, sie wählen Consistency over Availability. Das heißt, im Falle von Failures ist es okay, Fragen nicht zu beantworten, Anfragen nicht zu beantworten. Unter anderem, wenn zum Beispiel aufgrund einer so kritischen Netzwerkpartition, dass es in keinem Bereich der Partition mehr als die Hälfte der Knoten gibt, würde das halt bedeuten, du kannst während der Zeit keine Fragen beantworten. Frage beantwortet? Okay. Ja. So, alle anderen Corner Cases gehen wir später durch. Das Netzwerk dann auch zurück, so ich habe gerade nicht genug Notes, um einen Konsens, also um dir eine Frage zu beantworten, das ist kein Anfragen dann einfach aus. Das hängt von der Implementation ab. Und man kann implementieren, dass das Netzwerk dann sagt, sorry, ich habe gerade nicht genug Notes, ich kann dir nicht antworten. Oder naja, das Netzwerk weiß nicht, wie viele Notes es hat. Hä? Beziehungsweise ich habe halt gerade zu viele Ausfälle. Kann das Netzwerk das wissen? Nein, weil kein Knoten weiß a priori erstmal, wie viele andere Knoten es erreichen kann. Es sei denn, du baust das ins Protokoll ein. Es bringt aber keinen Spaß, das ins Protokoll einzubauen, weil da musst du nochmal so einen zusätzlichen Timeout haben, der bedeutet, der Knoten ist gerade nicht erreichbar und dann musst du zählen und bla und so, und das bringt alles keinen Spaß. Stattdessen kümmerst du dich um den ganzen Scheiß nicht. Was du natürlich machen kannst, ist, du kannst einen clientseitigen Timeout machen oder du kannst die Anfrage des Clients timeouten lassen. Du kannst sagen, wenn ich nach einer Sekunde dem Client noch nicht geantwortet habe, dann gehe ich mal davon aus, alles ist kaputt und sage, jo, Timeout, probier später nochmal. Das kannst du machen, das ist implementationsspezifisch, aber wie der Client mit dem ganzen Cluster redet, das ist nochmal so eine ganz andere Geschichte, die auch nochmal ihre ganz eigenen Pitfalls hat. So, jetzt ist die Frage, jetzt haben wir garantiert, zu jedem Zeitpunkt kann es nur einen Leader geben, jetzt wollen wir immer noch so einen Log replizieren. Wie funktioniert das? Und das erkläre ich jetzt nur ganz, 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 ganz kurz. Die Idee ist, wenn ich Follower bin, dann kriege ich eben Append Entry RPCs vom Leader. Ich kann schauen, ob das Term, mit dem ich den Append-Entry bekomme, kleiner ist als der Term, den ich glaube, der gerade ist. Ne? Das bedeutet, da ist irgend so ein Leader, der wurde irgendwann mal getrennt vom Rest des Netzwerkes und der glaubt, er sei noch der Macker und versucht mir jetzt irgendwie Dinge zu überschreiben. Das droppe ich einfach. Ich sage einfach, nope, mache ich nicht. Ne? Das sollte relativ klar sein. So, ne? Wenn ich einen höheren Term habe, dann ist offensichtlich gerade jemand anders Leader oder niemand Leader, aber der Mensch ist es zumindest nicht mehr. Wenn der Vater des Log-Entries, deswegen werden überall auch diese Log-IDs mitgeschickt, wenn der nicht bekannt ist, ne? Also der letzte Log-Eintrag, den der Leader mir sagt, den ich kennen müsste, dann sage ich, no, kann ich nicht, ich weiß leider nicht, wo ich das anhängen soll, weil sonst hätte ich Lücken im Log, das wäre auch blöd. Und dann sagt der Leader einfach, okay, probier mal hier, ich schicke dir noch ein bisschen mehr zurück, ein bisschen mehr weiter Historie zurück aus dem Log, guck mal, ob es jetzt geht. Und das macht er so lange, bis du irgendwann entweder einen Eintrag findest, der funktioniert,
oder ganz am Anfang angekommen bist und das gesamte Rocknest mitschickst. Okay? Und wenn ein neuer Eintrag konfliktiert, konfliktiert bedeutet, er hat den gleichen Term, aber eine höhere ID als ein Eintrag, den ich bereits gespeichert habe. Wann kommt das vor? Das kommt vor, wenn, wenn eine Netzwerkparty schon aufgetreten ist, mit zum Beispiel, wir haben 5 Knoten, es wurden 2 von 3 getrennt, ne? In den 2 war einer der Leader, der beantwortet weiter Client-Anfragen, weil er glaubt ja, er ist noch voll der Leader. Ne? Das heißt, er schickt weiter Append-Entries an den Follower, wie will, der in seiner Partition ist. Ne? Gleichzeitig ist in der anderen Partition auch ein Leader. Der schickt auch Append-Entries an seine Follower. Wenn eine Partition auftritt, wie kann das passieren? Muss noch mal, also die 3 müssen sich nochmal trennen. Ja, es ist mir gerade nicht ganz klar. Warte, den Fall, den du anfangen willst, ist, dass du... Sekunde, wann kann das eintreten? Ich krieg gerade nicht zusammen, wann das eintreten kann. Es ist ein bisschen knorrig, da muss man sich mal Gedanken machen. Ich glaube, du brauchst dann mindestens 3 Partitions für, wenn ich es gerade durch den Kopf finde. Ja, aber ich meine, du musst den gleichen Term haben. Aber 2 Leader, die versuchen, in diesen Term zu committen. Was eigentlich nicht sein kann. Doch, du hast so abgehoben. Das kann passieren, wenn du 2 Partitions hast. Aber dann hättest du 2 Leader im gleichen Term. Ja, die halt. Du kannst nicht 2 Leaders im gleichen Term haben. Das ist verboten. Ja? Ja, wenn du jetzt zum Beispiel dieses Beispiel hast, du hast 5 Nodes, eine Partition, mhm. Die sind 2 Gruppen, A2 und A3 mhm. Trennt, dann kann die Gruppe mit den 2 Nodes ja niemals Leader bekommen. Genau, das ist ja genau mein Punkt. Deswegen kannst du 2 Leader im gleichen Term haben, deswegen kann das nicht eintreten. Aber was eintreten kann. Dann kannst du es wiederholen, das ist halt zu schnell. Du kannst nicht 2 Leader im gleichen Term haben. Ja. So, das heißt, a priori kann eine Partition nicht dazu führen, dass du konfliktierende Einträge bekommst von 2 Leadern. Also für den gleichen Term, aber mit unterschiedlichen Indizes. Weil jeder Leader weiß ja, was seine Indizes sind. Was aber passieren kann, ist, dass du musst den Fall abfangen, dass. Du Einträge bekommen hast, du musst truncaten in dem Fall, dass du Einträge appended hast, die aber nicht committed wurden vom Leader, weil er keine Majority bekommen hat. Ne? Also zum Beispiel, du hast eine Partition mit, sagen wir, 3 versus 2, der eine ist in den Leader, dann würde der ja append entries schicken. Er wird dafür aber keine Majority bekommen. Ne? Das heißt, und angenommen, in dem Augenblick löst sich die Partition auf. Ne? Er hat jetzt schon den Clients geantwortet, nö, ich habe keine Majority bekommen, sorry. In dem Augenblick löst sich die Partition auf, dann fängt der Leader ja neu an, Einträge zu schicken. Und dann musst du dafür sorgen, dann schickt er zum Beispiel, er hat dem Node in seiner Partition die Einträge 1 und 2 und 3 geschickt, dann fängt er an, IDs 4 und 5 und 6 zu schicken. Und jetzt müssen die anderen Knoten, die kennen ja 1, 2 und 3 nicht. Das heißt, er muss zurückgehen bis mit der ID und dann müssen die anderen, der Knoten in seiner Partition muss die fälschlich angefügten Einträge truncaten. So. Aber wie gesagt, Corner Cases zu durchdenken ist super knorrig. Jedenfalls, wenn alles gut geht, das heißt, ich weiß, der ist im gleichen Term wie ich oder der ist nicht in einem früheren Term als ich. Ich weiß, an welchem Eintrag er den anhängen will und es gibt auch keine Konflikte, weil wir den Konflikt mittlerweile aufgelöst haben. Dann füge ich die neuen Einträge hinzu an mein Log und der Append Entries enthält ja auch, was der Leader sagt, was er für committed hält, was er sagt, das wird nie wieder geändert. Alle, die committed sind, die wende ich an auf meine State Machine intern. Ne? Also ich wende immer nur an, wovon ich weiß, dass mein Leader sie bereits committed hat auf meine State Machine. Ne? So. Spannend ist, in der Zwischenzeit könnte der Leader schon wieder viel mehr committed haben. Deswegen, nur weil wir Konsensus herstellen, heißt das nicht, dass alle gleichzeitig den gleichen State haben. Ne? Aber wir wissen, es wird niemals, nachdem ich etwas committed habe, jemand eine konfliktierende Änderung oben raufsetzen können. Weil das müsste ein neuer Leader machen und der hat einen höheren Term und dann mit höheren Termen lösche ich meine Einträge nicht, ne? Nachdem sie committed sind.
So, als Leader, wie mache ich da noch Replication? Ich kriege so einen Befehl vom Client, ich sende diese Append Entries RPCs, dann bekomme ich entweder eine Antwort, hey, ich bin schon in einem viel höheren Klammer zu du. Dann sagt er, na gut, dann bin ich wohl nicht mehr Leader und wird einfach Follower. Und sooner or later vielleicht wieder Candidate, aber who knows. Wenn ein Write failed, weil zum Beispiel ein Predecessor im Log nicht bekannt war, dann probiere ich es einfach nochmal mit mehr Entries. Wenn ich von der Mehrheit der Follower ein True bekomme, ja, ich habe es ins Log geschrieben, nicht ja, ich habe es committed, aber es steht auf meiner Platte. Wichtig, die dürfen auch erst antworten, nachdem sie wissen, dass es auf der Platte liegt. Ja, es liegt auf meiner Platte, dann sage ich, diese Entries sind committed. Ich füge sie an meine State Machine zu und erst dann antworte ich dem Client mit, ja, alles klar. Ja? Wenn ich wieder bin und ich kriege einen Befehl vom Client und ich schiebe den dann raus, mhm, und dann stelle ich fest, ich bin ja gar nicht mehr Leader. Ja. Was passiert dann mit diesem Befehl von dem Client? Der wird beantwortet als, hey, das geht nicht. Okay. Oder retry, oder wie die Kommunikation funktioniert, ab Juri von Ruffs Standpunkt aus, musst du antworten, nee, geht nicht. Okay. Aber du kannst natürlich Bequemlichkeit drumherum rappen, um nein, geht nicht, ja? Ich glaube, ich habe gerade einen Fall gefunden, wo du zwei Leader mit demselben Term haben kannst. Folgendes passiert, du hast 5 Notes. Mhm. Gehst du mal von da aus, wenn du 2 Notes hast, können die Leader wählen. Zur Einfachheit. Also, dann hat ja einer einfach alle Stimmen. Geht das? Ist erstmal egal, das geht jetzt einfach. Sonst mag ganz okay mehr Notes machen. Folgendes passiert, du hast einen Leader und 4 Notes. Mhm. Es passiert ein dreifacher Split. Der Leader wird von jeweils 2 Notes getrennt. Mhm. Die beiden Notes, also dieser Leader hat einfach die Term N. Mhm. Und die beiden Partitionen vom Netzwerk, die getrennt worden sind, wählen jeweils einen neuen Leader. Der hat dann beide N plus 1. Nein, aber sie können keinen Leader wählen, weil sie brauchen 3 Stimmen. Aber sie können ist aber egal, es kann auch mit 3 Notes passieren. Was passiert? Du hast 7 Notes, jeweils 3 werden vom Netzwerk. Dann brauchst du 4 Notes. Da brauchst du 4 ja Stimmen. Du brauchst eine Mehrheit, um Leader zu werden. Stimmt, okay, das habe ich nicht gedacht. Das so ist aber mein. Also deswegen musst du statisch wissen, wie viele Notes existieren. Und deswegen ist es auch völlig egal, ob du weißt, wie viele in deinem Netzwerk sind oder nicht. Du weißt, wenn ich ein Netzwerk habe, was 5 Knoten enthalten soll, ist egal, wie ich partitioniert bin, ich brauche 3 Stimmen. Punkt. So. Und in dem Augenblick kann das nicht sein, dass du 2 Leader hast. Das geht einfach nicht. Ne? Okay? Alles klar. Okay? Wie gesagt, ohne Detail alles verstanden zu haben, ist nicht so furchtbar wichtig. Das können wir im Service machen, wenn es Leute interessiert, auch gleich machen. So. Aber so ungefähr die Idee ist jetzt, die Leader Election funktioniert, wie wir es hoffentlich halbwegs verstanden haben. Und Log Replication funktioniert einfach, ich schicke immer diese Append Entries und dann sortiere ich meine Operation sorgfältig so, dass egal an welcher Stelle ich ausfalle, immer die richtigen Sachen noch auf der Platte stehen und ich im Service-Fall wegmachen kann, wenn etwas schief geht an der falschen Stelle. Das ist intricate, der Fnord da dran, wie wir jetzt diese Operation, diese beiden Sachen, die sind sorgfältig sortiert. Wenn ihr sie anders sortiert, dann kann das sein, dass, wenn euch euer Node zwischen dem Committen oder zwischen dem RPC stirbt, dass dann alles kaputt geht. Übrigens auch, schon mal spannende Idee, angenommen der Leader committet ein Entry, also er schickt alles raus, ne? Er applied es zu seinem State Machine und dann stirbt er, bevor er dem Client antworten kann. Ne? Bedeutet das trotzdem, die Änderung ist im System, aber der Client bekommt eine negative Antwort. Das ist super, super, super fies, aber da kann man nichts gegen machen. Gar nichts. Da ist man völlig verloren. Egal. Jedenfalls jetzt noch 2, 3 Worte dazu, warum wir das alles gemacht haben, also warum ich und Secure uns mit Graph beschäftigt haben. IRC ist ein verteiltes System, ob man es glaubt oder nicht. Es ist bestimmt eines der ältesten verteilten Systeme, was es so gibt. IRC in dem CAP, für die Leute, die es nicht wissen, IRC hat mehrere Server. Und wenn zwischen Servern eine Verbindung nicht funktioniert oder eine Partition auftritt, dann machen beide Server mit den Clients, die mit ihnen jemals verbunden sind, einfach bunt weiter IRC und tun einfach so, als würde der Rest nicht existieren und machen dann ihr eigenes Netz. Und sobald die Partition aufgelöst wird, connecten sie sich wieder zueinander und versuchen irgendwie diese eventuell währenddessen entstandenen Konflikte aufzulösen. Und das macht IRC zum Beispiel, indem sie Leute kicken, die den gleichen Nick haben oder so. Was IRC notably
mache, ist Nachrichten, die verschickt wurden, während der Network Partition weiterleiten an die Clients in dem anderen Rechner. Weil ein Server speichert die Nachrichten ab hier irgendwie nicht. Und wenn er sie nicht speichert, ist, sobald er sie an alle seine Clients rausgeschickt hat, sagt er, hey, ich bin fertig und verwirft sie und geht zu den nächsten über. Deswegen kann er das auch gar nicht. Und wenn er das machen würde, könnten subtile Race Conditions dafür sorgen, dass man Double Delivery hat oder Out-of-Order Delivery. Weil manche Nachrichten, die haben halt alle eine Uhrzeit, aber wie gesagt, Uhrzeiten sind sowieso blöd. Und dann kann es halt sein, dass auf einmal in deinem Client zeigst du das an, auf einmal stimmt die Uhrzeit nicht mehr und alles sieht furchtbar aus. Deswegen macht IRC das gar nicht, IRC das gar nicht. IRC sagt einfach, na gut, ich bin das, was man heute buzzwordy eventually consistent nennt. Ich mache einfach 100% Availability, ich verzichte komplett auf Consistency. Wenn ein Netflix auftritt, dann mache ich einfach bunt weiter und dann löse ich das irgendwie auf, indem ich irgendwie tue, was ich kann, damit am Ende wieder ein holistisches Ganzes rauskommt, sobald ich wieder mit anderen reden kann. Und das nennt sich ein Netsplit. Das ist ein ganz bösartiges Konzept, da wurden früher dann auch, konnte man damit auch Netze angreifen, indem man irgendwie Administrator-Accounts übernommen hat, indem man sich im Netsplit gerade so umbenannt hat und so weiter. Aber genau, das ist IRC. Und Menschen finden Netsplits blöd, weil dann kriegt man Dinge nicht mit und dann irgendwie ist das blöd, ist es blöd, Dinge nicht mitzubekommen, wenn man neugierig ist. Deswegen dachte sich Secure, na, machen wir doch mal ein IRC ohne Netsplits. Wir machen aber ein IRC, was nicht auf Availability getrimmt ist, sondern auf Consistency. Wir sorgen dafür, wir wollen nie Out-of-Order-Delivery haben, wir wollen nie Double-Delivery, wir wollen nie Drop-Messages haben. Es ist okay, wenn im Zweifelsfall, wenn gerade ein Catastrophic Failure eintritt, wenn im Zweifelsfall Leute keine Nachrichten schicken können, ne? Aber es sollte niemals so kommen, dass du glaubst, du hättest eine Nachricht geschickt und dann ist sie gar nicht angekommen. Das ist so im Wesentlichen die Idee hinter Robust IRC. Und dafür setzen wir eben auf RAF auf. Und zwar einfach, indem wir sagen, naja, die State Machine ist unser IRC-Server, deswegen muss man dafür leider auch einen eigenen schreiben, weil unsere State Machine muss deterministisch sein und so, und das sind bestehende IRC-Server nicht unbedingt. Die sind einfach, unsere State Machine ist auch der IRC-Server und der bekommt in den ID-Log-Einträgen sind einfach Nachrichten von Clients und wir sorgen dafür, wenn die gleiche Folge von Nachrichten ankommt, müssen wir den gleichen State rausbekommen im Sinne von, wer hat gerade welchen Nick, wer ist gerade wo Operator, ne, und so weiter, wer schreibt gerade mit wem und so. Sobald die Nachrichten committed werden, von in diesem ganzen RAF-Ding repliziert werden, können wir sie dann auch in andere Clients schicken. Das heißt, deswegen ist es auch zum Lesen a priori erstmal völlig egal, an welchen Robust IRC Server ihr euch angedockt habt, weil alle haben diese State Machine. Alle werden sooner or later rausfinden, wenn etwas committed ist und es euch dann schicken, aber nicht unbedingt zum gleichen Zeitpunkt. Also, wenn ihr zum Beispiel gerade, wenn das Netz gerade eine Partition hat und ihr gerade in einem Minoritätsteil der Partition seid, dann könnt ihr kurzzeitig keine neuen Nachrichten bekommen. Aber früher oder später kriegt ihr sie, das ist die Idee. Genau, in der Theorie garantiert einem das dann halt, wie gesagt, keine verlorenen Messages, keine Double Sends, keine Out-of-Order-Delivery, ist garantiert einfach, hoffentlich, Netsplits fallen nicht auf. Netsplits passieren halt, dann kannst du vielleicht eine Minute nichts schreiben oder nichts lesen, aber das fällt ja niemandem auf heutzutage, insbesondere in so Channels und so. Und dann geht es einfach weiter und du hast keine Drop-Nachrichten mehr zu sagen, du machst einfach weiter mit deinem Leben. Da das allerdings gewisse Probleme hat, wenn man sich das so überlegt, kriegt man halt das Problem. Wir haben dann immer noch diese eine Stelle, jeder Client ist über eine persistente TCP-Verbindung an einem Server angedockt und diese Verbindung ist seine Session. Die bestimmt, wie er mit diesem Netzwerk redet, wer er ist und so. Das würde bedeuten, dass wenn einer dieser Server ausfällt, sind erstmal alle verbundenen Clients tot. Und müssen sich neu verbinden und eine neue Session aushandeln und verlieren in der Zwischenzeit alle ihre Nachrichten. Ja? So, das ist definitiv das, was wir nicht wollen. Deswegen ist es zwingend notwendig, dass wir wegkommen von einzelnen TCP-Verbindungen. Und dafür wrappen wir dann halt das IRC in dieses Robust Session Protocol, was halt so ein HTTP plus JSON Wrapper ist, um IRC, der einfach über HTTP-Werbung die Atome Verbindung quitten, Nachricht senden und Nachricht empfangen, einfach als HTTP-Werbung hat an diesen Server und wenn der Server, an den du das immer schickst, gerade mal nicht erreichbar ist, dann fragst du halt jemand anderen.
und der wird dir schon früher oder später antworten. So, das ist so die Idee. Und die Sessions, wer welche Session hat, wird auch, wer welcher Robust-Session zuordnet, wird auch über das Log repliziert. So, das bedeutet einerseits, ist es blöd, weil man kann nicht die alten Clients weiter benutzen, andererseits ist es gut, weil man kann die alten Clients so anpassen, dass man sie weiter benutzen kann, weil wir sprechen darüber einfach nur IRC. Wir sind nicht wie andere neue hippe Chat-Protokolle, die einfach ein neues Protokoll entwickeln, sondern wir haben explizit gesagt, wir wollen in der Lage sein, IRC-Clients anzupassen, sodass sie danach Robust IRC sprechen. Und das machen wir halt, indem wir einfach diesen Wrapper einbauen in Chat-Clients, beziehungsweise über diese sogenannte Bridge, die allen vielleicht bekannt ist, die einfach einen normalen IRC-Server, also die macht einfach einen Port auf, nimmt von euch Lines auf IRC entgegen, packt die in HTTP und schickt sie an Robust IRC, kriegt von Robust IRC HTTP entgegen, entpackt das und schickt euch wieder Lines auf IRC. Das ist einfach das, was die Bridge macht. Aber eigentlich long-term wollen wir das einfach in die Clients einbauen. Und in IRC und in WeChat existieren mittlerweile auch Plugins, glaube ich, die das machen. Die sind aber noch nicht Mainline. Das passiert jetzt auch. Zu WeChat schon? Ich glaube, es gibt es schon, aber es funktioniert noch nicht perfekt. Aber ich glaube, er hat für beides bereits Patches an Upstream geschickt, aber noch keine Antwort bekommen. Und man weiß, dass IRC zumindest nicht heil ist. Und ich weiß nicht, vielleicht wurden sie abgelehnt, darüber habe ich keinen. Mein letzter Stand ist, er hat Patches geschickt. Aber egal, das ist so das Long-Term-Goal. Und genau, das ist jetzt eigentlich so das Ende von meinem Vortrag, der war auch lang genug. Wenn es Leute interessiert, auch nur ansatzweise, würde ich euch sehr empfehlen, zumindest die Lives of Data/Raft. Das ist so eine interaktive Animation von wie Raft Leader Election macht und wie es funktioniert. Und auch sonst habe ich hier so ein paar Links von Dingen, die man so lesen kann. Das ist alles auf der Raft Homepage verlinkt und ihr könnt euch auch die Folien dann angucken und die Links gehen. Und wenn es euch interessiert, können wir jetzt gleich noch irgendwie uns zusammensetzen und Failure Cases durchgehen und versuchen herauszufinden, warum diese Failure Cases nicht auftreten können oder alles kaputt machen. Okay, Frank. Ich weiß nicht, ob ich es gerade gehört habe, aber sind die Folien dann nachher irgendwo hochgeladen? Ich hoffe doch. Ich hoffe auch, die Aufnahmen sind nachher irgendwo hochgeladen. Weitere Frage? Ja, es war sehr lang und Axel hat wieder fix hier geredet. Aber ja, Frage? Angenommen, ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir den Fall schon behandelt hatten. Angenommen, ich habe eine Netzwerk-Partition. Beispielsweise bei 5 Knoten auf 3 und auf 2 und im Zweierbereich ist der Leader. Mhm. Und ich spreche mit dem Leader irgendwelche Dinge. Mhm. Und der Leader kann die Nachrichten ja committen. Nein, kann er nicht. Zum Committen bräuchte er eine Mehrheit der Knoten, die ihm antworten. Ah, okay. Alles klar. Also er schreibt sie ins Log, aber er committet sie noch nicht. Das heißt, er schreibt sie ins Log. Aber er sagt mir noch nicht, hat funktioniert. Genau, er sagt dir erst, hat funktioniert, nachdem er sie committet. Und committen tut er sie nur, wenn eine Mehrheit der Knoten bereits geantwortet hat, ja, ich habe es mit der Platte. Und der Grund dafür ist ganz einfach. Wenn die Mehrheit der Leute gesagt hat, ja, ich habe diese Nachricht mit diesem Term und dieser ID auf meiner Platte, ne, dann kann in Zukunft, egal was passiert, der ist da und wird auch in weiteren Verhandlungen wieder da sein. Und wenn eine weitere Iteration dann ein neuer Leader hat, weil die Partition aufgehoben wird oder was auch immer, kann damit entsprechend gehandelt werden. Entweder wird das danach committed oder es kann auch später nicht committed werden, weil du Konflikte bekommst. Aber so oder so, wenn es auf der Mehrheit des Server liegt, weißt du, du wirst niemals an einen anderen Wert für diesen Term und diesen Index kommen. Niemals, weil wenn wir eine neue Nachricht haben mit dem gleichen Term und dem gleichen Index, wie wir ihn schon haben, dann haben wir gesagt, ist das ein Konflikt und dann prüfen wir alle alten Einträge. Das heißt, ne, du garantierst, also erstens garantierst du, zu jedem Term gibt es höchstens einen Leader. Zweitens, wenn es zu einem Term, zu einem gegebenen Term und einem gegebenen Log-Index, wird am Ende niemals 2 unterschiedliche Einträge committed werden und du garantierst nur so verweitert den Namen. Ja. Jetzt nochmal so ein Corner-Case, der mir da eingefallen ist. Angenommen, ich separiere einen Knoten raus und der macht jetzt eine Election für sich selber und dann kommt das Netzwerk wieder genau zu dem Zeitpunkt, wo er gerade die Election rausschiebt. Das heißt, er sammelt Votes noch bevor er irgendwas anderes bekommen hat. Und die anderen haben derweil aber schon Messages committed. Kann es passieren, dass dieser Knoten dann Leader wird, bevor er mitbekommen hat, dass er noch Commits schreiben muss? Das wäre dann aber doof, oder? Achso, Sekunde. Nein, weil damit Commits existieren,
in den anderen Logs, muss es eine neue Election gegeben haben. Weil committen kann nur der Leader. Der Leader ist aber nicht in der Mehrheit. Das heißt, committen kannst du in dem Mehrheitsnetz nix, es sei denn, es gab eine neue Election. Wenn es eine neue Election gab, dann hat sich von allen der Term erhöht. Und dann werden sie ihm auf seine Append Entries antworten oder auf seinen Call for Votes antworten: No, falscher Term, sorry. Okay. Oder wenn er halt den gleichen Term hat wie der, den die da haben, wird er sagen: No, falscher Term, sorry, dein Term ist einer, ist immer noch nicht groß genug. Wenn er einen höheren Term hat, dann kann er Leader werden, aber er kann nur Einträge committen für Dinge, die nach ihm kommen. Und Sekunde, wie bekommt er mit, dass Dinge in der Zwischenzeit committed wurden? Das ist eine gute Frage, warte. Sie committen eher. Also auftreten kann es natürlich, weil jede Reihenfolge von Nachrichten kann auftreten. Woher weiß er das? Er müsste seinen Term erhöhen. Warte. Er erhöht seinen Term, wird dadurch automatisch Leader. Also sagen wir, der Leader ist in der Mehrheit der Partition, ne? Ja. Genau. Okay, jetzt startet er eine Election, weil er einen Timeout hat. Dann löst sich die Partition auf, er schickt Call for Votes raus. Ja. Dann wird er a priori erstmal Leader. Ja. Ja. Hat aber noch nichts mitbekommen. Dass er noch Einträge committen muss. Das stimmt. Ja. Wie bekommt er die mit? Das ist jetzt einer dieser Corner Cases, für die man sich das Protokoll nochmal genauer angucken muss. Okay. Wenn er einen Request for Votes rausschickt, das steckt in diesem Request for Votes. Für den Corner Case muss ein Request for Votes immer mitschicken, was ist der letzte Eintrag, den ich kenne. Der committed dann. Der letzte Eintrag, den ich kenne. Der muss nicht committed sein, soweit ich weiß. Vielleicht auch der letzte, der committed ist, weiß ich nicht. Okay. Auf jeden Fall würde damit im Call for Votes, im Request for Votes bereits drinstecken, aber mach mich bitte nicht zu einem Leader, weil ich weiß noch gar nicht, was alles so in der Zwischenzeit passiert ist. Und dann würden die Menschen, dem er den Vote schickt, würden sehen, der will Leader werden, er hat einen höheren Term, ja, aber seine Nachrichten sind veraltet. Deswegen antworte ich ihm, nö, ich votiere nicht für dich, deine Nachrichten sind veraltet. Oder es reicht zu antworten, nein, ich votiere nicht für dich. Damit kriegt er keine Mehrheit, kriegt in der Zwischenzeit hoffentlich wieder Append Entries und kann aufholen. Okay, Frage beantwortet? Ja. Ich bin froh, dass ich das beantworten konnte. Ich kenne das Protokoll tatsächlich nicht gut genug, um jeden Corner Case mir überlegt zu haben, aber ich hoffe, ich kenne es gut genug, um mit den entsprechenden Informationen das rauszufinden. Ich habe auch das Rough Paper noch offen, da steht dann noch mehr drin. Gut, dann würde ich sagen, hören wir jetzt auf und wenn Leute es interessiert, setzen sich noch zusammen.